Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Kaiba klärt auf. Ja, das ist die Serie, in der wir uns anschauen, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Und heute gibt es eine weitere Folge von Wieso ist diese Karte verboten? Ja, da fragen wir uns, wieso die Karten, die auf der Bannedlist als verboten geführt werden, da überhaupt draufstehen. Ob sie es eigentlich sein sollten, ob sie da draufstehen sollten, ob die Chance besteht, dass sie da wieder runterkommen und was eigentlich dazu geführt hat, dass sie überhaupt auf dieser Liste stehen. Das machen wir heute und zwar mit der Karte Riesentrunade, ein kleiner netter Sturm. Was der so kann, wie das so aussieht, das schauen wir uns gleich zusammen kurz an. Riesentrunade sieht so aus, grimmiger kleiner Wirbelsturm. Ja, ist eine normale Zauberkarte und hat folgenden Effekt. Gib alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld auf die Hand zurück. Ja, so kurz, so bündig, so gut. Wieso das gut ist, dazu gleich mehr. Zuerst ein paar kleine Hintergrundinfos. Wann wurde sie released und wann verboten? Ja, der Release von Riesentrunade, Giant Runade auf Englisch, war in Spell Ruler am 16. September 2002. Und verboten wurde sie dann am 1. September 2011. Das ist also noch gar nicht so wahnsinnig lange her, wenn man das mit anderen Karten vergleicht. 4 Jahre. Eigentlich keine lange Zeit. Und die Riesentrunade hat eine ziemlich interessante Geschichte hinter sich, finde ich jetzt von der Verteilung der Bannerlist-Auftritte her. Ich habe euch deshalb mal den kompletten Verlauf von Riesentrunade von ihrem Erscheinen 2012 bis 2011 rausgesucht, rauskopiert und euch das jetzt hier mal kurz eingeblendet. Ihr seht das jetzt dann gleich. Hier ist es. Ihr seht, sie geht von 3 auf 2 runter. Im April da ging sie runter auf, war sie auf 3, ein Format später dann auf 2, dann auf 1. Da blieb sie ziemlich lange, wie gesagt, bis im Jahr 2011 dann das Verbot kam und sie auf 0 ging. Seit da haben wir sie auch nicht mehr gesehen. Was macht die Karte denn jetzt so gut? Ja, dazu kommen wir gleich. Zuerst noch, wo kann man die Karte überall bekommen? Und die Karte gibt's in so vielen Sets, dass ich mit dem alten Layout gar nicht weiterkam. Deshalb lassen wir das mal das Ganze jetzt ein bisschen verkleinert, wie wir es hier jetzt gerade sehen. Und fangen an mit den ersten Boostern. Ja, Giant Trunade gibt's in Spell Ruler, im Starterdeck Joey. Dann aber auch im Dark Beginning 1 Booster. Im Structure Deck Zombie Madness, im Structure Deck Warrior's Triumph, im Starter Deck Jaden Yuki, im Starter Deck Cyrus Truesdale, dann aber auch im Structure Deck Rise of the Dragon Lords, im Retro Pack, im Structure Deck Spellcaster's Command, in den Gold Series 2009, im Starterdeck 5Ds von 2009, im Starterdeck Duelist Toolbox und in der Legendary Collection 4 Joey's World im Megapack. Ja, ihr seht's, eine Wahnsinnsauswahl, wo ihr die Karte überall herbekommt. Wieso ist die Karte jetzt gut? Dazu kommen wir jetzt. Ihr seht's hier schon, ich habe hier mal kurz ein Pendel nach vorne geholt. Das ist mal ein Grund, den ich gerne mit euch anschauen möchte, denn es geht hier um die Pendelbeschwörung, genauer eigentlich um Pendelkarten ganz allgemein. Wenn ihr euch jetzt das mal anschaut, Pendelmonster sind letztendlich nichts anderes als Zauberkarten kombiniert mit Monstern. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Time Gazer und Stargazer Magician rausgesucht, trifft aber eigentlich auf alle zu. Sagen wir mal, ihr habt ein Pendelmonster, das einen richtig coolen Effekt hat, den ihr gerne nutzen möchtet. So, jetzt habt ihr aber eine Pendelzone belegt. Ihr könnt es nicht einfach wieder freiräumen, um einen anderen Pendelbereich aufzumachen, denn solange die Zonen belegt sind, müsst ihr die Karten entweder zerstören oder anderweitig loswerden, um eine neue zu legen. Und genau da kommt Riesentrunade ins Spiel. Ihr könnt also einfach eure bestehende Pendulum Scale austauschen, eventuell sogar die Effekte von einigen Pendelmonstern ein zweites Mal benutzen, indem sie einfach nochmal aktiviert,
und könnt so sehr flexibel mit eurer Pendel-Skill arbeiten, was im vorherigen Zug vielleicht, weil euch die entsprechende Karte fehlte, eine Pendel-Skill von 5 bis 8 war, könnte im nächsten Zug ja schon eine Pendel-Scale von 1 bis 9 sein. Wieso nicht? Und genau da kommt die Riesentornade sehr, sehr gut. Denn sie zerstört nichts. Sie gibt es nur zurück auf die Hand. Ihr könnt es wieder benutzen. Ihr könnt die Pendelmonster, die ihr vorhin in der Pendelzone hattet, auch als normales Monster beschwören. Das geht natürlich dann auch. Also ihr seht schon, mit den pendelnden Monstern kann man hier einiges an Unfug anstellen. Das ist aber nur die halbe Miete. Ich habe noch ein paar Dinge mehr, die ich euch gerne zeigen möchte. Das erste ist wahrscheinlich die bekannteste Combo mit Riesentornade überhaupt. Riesentornade plus irgendeine permanente Zauberkarte, die man wieder benutzen kann. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Premature Burial, also vorrangiges Begräbnis genommen, weil es aber die bekannteste Combo überhaupt ist, finde ich jetzt persönlich. Ja, ihr aktiviert die Karte, aktiviert danach Riesentornade, kriegt sie zurück auf die Hand und könnt sie nochmal benutzen. Das trifft auf jede permanente Zauberkarte zu. Oder Karten, die euch eventuell für den Moment auf den Geist gehen. Sei das jetzt irgendeine negative Zauberkarte, die euch behindert, den Gegner zwar auch, aber euch im Moment auch stört, gebt sie zurück auf die Hand, macht euren Zug, knallt sie wieder aufs Feld und der Gegner beginnt wieder zu heulen. Oder ihr könnt Effekte mehrfach benutzen von Karten, die sagen, hey, solange die Karte hier auf und auf dem Spielfeld liegt, kannst du einmal pro Spielzug bla bla bla. Das könnt ihr dann mehrfach nutzen. Anderes Beispiel, da sind wir wieder bei den Pendelmonstern, ist das hier. Wer kennt die noch? Clifford Scout. Ja, ist ein erstens gutes Monster und zweitens genau das, was wir vorhin beim vorherigen Begräbnis hatten. Es ist eine Karte, die ihr einmal pro Zug benutzen könnt, solange sie offen auf dem Feld liegt. Ja, Riesentornade gibt sie zurück auf die Hand. In dem Moment liegt sie nicht mehr auf dem Feld. Ergo, der Effekt der Karte wurde zwar benutzt, das Spiel vergisst das aber quasi. Ihr könnt sie nochmal aufs Spielfeld legen und den Effekt nochmal nutzen. So einfach, so gut. Ja, das ist ein guter Effekt, absolut. Das nächste, sie übernimmt eigentlich die Funktion von schwerer Sturm und ist sogar noch besser. Denn sagen wir mal, das heutige Spiel ist eigentlich extrem schnell geworden. In der Regel, wenn ihr einen großen Angriff aufs Feld bringt und mit dem durchkommt, habt ihr gewonnen. Und das schafft ihr meistens in den letzten 2-3 Zügen. Was kann euch hindern, einen OTK durchzudrücken, also einen One-Turn-Kill, eben in einem Zug die ganzen Life-Points des Gegners zu eliminieren? In der Regel sind das Zauber- und Fallenkarten. Speziell Fallen, wie, ich sage jetzt, reißender Tribut, bodenlose Fallgrube, vielleicht eine Spiegelkraft, irgendwie sowas, das euch den Tag vermiest und genau da kommt Riesentornade ins Spiel. Jetzt denkt euch mal, ihr spielt ein Deck, das selbst sehr viele Fallen benutzt. Ihr habt jetzt 3-4 Fallen gesettet und jetzt im nächsten Zug, hey cool, ihr habt endlich genau die Karte gezogen, die ihr braucht, um das Spiel zu euren Gunsten zu drehen und könnt jetzt in den Angriff übergehen. Doch da liegen noch 4 Karten auf der gegnerischen Seite. Jetzt möchtet ihr aber natürlich eure nicht kaputt machen mit schwerer Sturm beispielsweise. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es erlaubt, um freie Bahn mit euren Monsterchen zu haben und die gegnerischen Lifepoints zu attackieren. Aktiviert Riesentornade. Ihr kriegt eure Karten zurück auf die Hand. Die des Gegners gehen zwar auch zurück auf die Hand, spielt aber keine Rolle. Wenn ihr jetzt durchkommt mit eurem Angriff, ist die Sache schon erledigt. Ganz anders sieht's aus, wenn er jetzt doch überleben würde. Sagen wir, er hat einen Gorz in der Hand. Dann habt ihr zumindest noch eure Fallen und könnt euch hinter denen wieder verstecken. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Die Karte ist sehr, sehr flexibel, sehr, sehr gut als Recycler, als auch als Unterstützer für diverse Strategien. Und Konami meinte dann mal, ja, nee, zu stark, wird verboten. Und wir stellen uns heute deshalb die Frage, ist das gerechtfertigt? Das ist wie immer eine sehr gute Frage. Ich würde eigentlich dazu tendieren zu sagen, ja, ist es. Denn mit den Pendelmonstern könnte das Ganze ein bisschen problematisch werden. Wie gesagt, ihr könnt sie zurück auf die Hand schicken und sie nochmal benutzen oder ihr könnt die Pendulum-Kale komplett austauschen, ohne dass ihr eine Karte verliert. Ihr verliert nur Riesentornade und eventuell noch nicht mal das, denn ihr gebt ja die generischen Karten zurück auf die Hand.
und könnt so eventuell ungehindert angreifen. Von daher ist Riesentrunade meiner Meinung nach schon zu Recht auf dieser Liste. Immer noch, und damals war es erst recht so. Denn ja, damals waren wir noch ein bisschen abhängiger von Zauberfallenkarten. Solche Dinge, ähnlich wie bei Cold Wave, sind dann einfach sehr, sehr schwierig zu handeln, sag ich jetzt mal. Denn Handtraps gab es damals nicht so wirklich viele oder eigentlich gar keine wirklich brauchbaren. Ja, absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Nächste Frage, kommt sie zurück, die nette Riesentrunade hier? Denke ich nicht. Zumindest nicht, solange Konami die Pendelmonster für sehr stark hält, was offenbar momentan definitiv der Fall ist. Denn wie gesagt, sie unterstützt sie zu stark. Klar, Konami will die verkaufen und das ist auch alles ganz schön und gut. Aber mit der Karte hier werden sie zu stark werden und das ist dann auch nicht mehr im Sinne des Erfinders. Das ist aber natürlich mal wieder nur meine Meinung. Wenn ihr das anders seht oder vielleicht auch gleich wie ich, schreibt doch einen Kommentar unter dieses Video. Freue mich riesig drauf, die zu lesen und zu kommentieren. Und ja, sagt mir eure Meinung. Was findet ihr? Sollte Riesentrunade verboten werden oder würde diesem Spiel ein nettes kleines Gewitter mal wieder gut tun? Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wäre riesig von euch. Würde mich sehr darüber freuen und hilft dem Kanal auch sehr. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist ein Abo. Falls ihr es nicht so schon getan habt, das Ganze ist kostenlos und ihr verpasst nicht die nächste Folge von Kaiba klärt auf. In der behandeln wir dann eine coole Karte, die mal ihr Comeback gefeiert hat vor kurzem, und zwar Schnappstahl. Wieso sie verboten wurde, wieso sie für eine Periode quasi zurückkam und was sich Konami dabei wohl gedacht hat, das gibt's in der nächsten Folge von Kaiba klärt auf. Also vergesst nicht, da reinzuklicken. Wir sehen uns, bis dahin, ciao Leute.